Ich habe einen Supermarkt, an dem ist nichts zu tadeln. Natürlich Bio gibt's da auch und immer frisch Tomaten. Jedoch eine Sache wäre da, die macht mich richtig wild. Denn dort am Süßigkeitenstand steht schon ein Weihnachtsschild. Alle Jahre wieder der gleiche doofe Frust. Im Supermarkt gibt's Lebkuchen schon seit Ende August. Alle Jahre wieder, das sag ich klipp und klar. Die Vorfreude auf Weihnachten hält nie ein Vierteljahr. Ich zählte nie, auch nicht im Traum, zu denen, die beklagen. Steckt Oma mir Lachgummis zu, nach ätzenden Schultagen. Und für eine 2 in Mitarbeit darf's auch ein Softeis sein. Doch winkt der Schoko-Weihnachtsmann, komm nur noch 5 rein. Alle Jahre wieder der gleiche doofe Frust. Im Supermarkt gibt's Lebkuchen schon seit Ende August. Alle Jahre wieder, das sag ich klipp und klar. Die Vorfreude auf Weihnachten hält nie ein Vierteljahr. Dezember steht seit kurzem erst auf unserem Kalender. Die Zeit davor, die nutzt Papa, er ist doch kein Verschwender. Oder doch? Er kauft und sammelt Süßes ein, als wären wir zu 10. Wird Zeit, dass sich auch ein Papa mal für was Doofes schämt. Alle Jahre wieder der gleiche doofe Frust. Bei uns reicht doch der Lebkuchen noch bis in den August. Alle Jahre wieder, das sag ich klipp und klar. Die Vorfreude auf Weihnachten hält nie ein Vierteljahr.